Herzlich willkommen zu dem neuen Video zu der Cobra Zündanlage. In den vergangenen Video habe ich alle Funktionen im Detail erklärt, habe Reichweiten-Tests gemacht etc. und habe eigentlich die Funktionen quer über verschiedene Videos aufgezeigt. In diesem Video hier möchte ich aber eine kleine Zusammenfassung machen von den wichtigsten Funktionen und Informationen, die ich von der Anlage direkt überkomme. Wenn das also der erste Video ist, das ihr anschaut, dann könnt ihr auch wieder aufhören, sondern die anderen Videos zuerst anschauen, wo das ganze System im Detail erklärt wird. Wenn ihr aber schon Cobra habt und schon ein bisschen Erfahrung habt und einfach nochmal schnell einmal eine Zusammenfassung sehen, was kann ich nochmal genau machen, wie geht es das mit dem Speicherlöschen etc., dann ist das der richtige Video für euch. Ich möchte verschiedene Aspekte von der Cobra schnell zeigen und wir legen gerade los mit dem Programmspeicher. Und zwar ist jetzt folgendes, ich habe in dieser Fernbedienung Cobra 18R2 habe ich ein Skript gespeichert. Das ist ein Programmablauf, der definiert, wann er auf Kanal 1 und Kanal 2 wenn muss schiessen. Das Skript ist im Programmspeicher drin und wenn ihr wissen wie man so ein Skript macht, dann schaut bitte die anderen zwei Videos an, die ich zu dem Thema gemacht habe, Skript und Musikführwerk. Also das Skript, wie gesagt, ist bereits im Speicher drin und wenn ich die Fernbedienung einschalte, dann wird mir das auch angezeigt, dass ich ein Skript im Speicher habe. Ich schalte mal ein und erkläre gerade, was ich hier in diesem Display sehe. Firmware-Version, P ist Batteriestatus, dann habe ich Test, wäre LED-Test und jetzt steht hier 01. Und nach einer Sekunde schaltet er auf den Kanal um. Das ist jetzt auch gerade Kanal 01. Aber ihr habt gesehen, ich mache das nochmal rasch. Firmware, Batterie, Test und dann steht da 01. Das heisst, ich habe ein Skript im Speicher, er schaltet jetzt auf den Kanal 1 um und ihr seht hier gerade 3 rote LED. Ich habe noch gar nichts gemacht und habe auch schon 3 Warnanzeigen. Was hat das auf sich? Und zwar ist eine Logiküberprüfung integriert, das heisst, das Skript, das ich drin habe, sollte auf dem Kanal 1 die Position 1, 2 und 3 schiessen. Die habe ich aber im Moment nirgends im Empfang. Ich habe kein Zündmodul in Empfang, wo auf dem Kanal 1 ist, wo ich 1, 2 und 3 etwas angeschlossen habe. Das gleiche ist mit dem Kanal 2. Da habe ich sogar 1 bis 14 rot. Also das Skript schiesst offenbar im Kanal 1 die ersten 3 Positionen und im Kanal 2 Position 1 bis 14. Weil er die aber nicht im Empfang hat, fängt er an, das überprüfen und sagt, okay, da ist nicht gut. Im Skript fehlen die, ich habe da keinen Durchgang. Ich schalte jetzt mal die Zündmodule ein. Auf diesen Zündmodul habe ich gewisse Elektrozünder eingesteckt, aber nicht genau so wie da. Und zwar habe ich beim oberen Zündmodul, das ist auf Kanal 1, habe ich beim 1, 2 und 4 etwas eingesteckt und nicht beim 3. Auf dem Kanal 2 habe ich 1 bis 6 einen Elektrozünder eingesteckt. Ich schalte das mal ein. Und jetzt sehen wir, aha, 1, 2, 2 Zündmodule im Empfang. Ich bin auf Kanal 1. Und jetzt habe ich da bereits 3 grüne LED. Grün heisst, ich habe auf dem Kanal 1 ein Zündmodul, das hier Durchgang hat. Also ich habe effektiv 1, 2 und 4 habe ich einen Elektrozünder dran. Die leuchtet rot, weil im Skript verlangt er auch die Nummer 3 und dort hat es aber nicht angeschlossen. Und jetzt gehe ich wie ich mein Büchlein nochmal durch, mein Programmablauf und sage, oh, ich habe vergessen, dass im 3 eingesteckt, ich habe es dummerweise im 4 eingesteckt. Das heisst, ich kann das schnell korrigieren. So, und jetzt sehen wir, ich habe jetzt 1 bis 3 grüne LED, das ist auch dort, wo ich den Durchgang habe. Gehen wir auf Kanal 2. Kanal 2 habe ich 1 bis 6 grüne LEDs und 7 bis 14 ist rot. Warum ist es rot? Im Skript hat es die Position 7 bis 14 auch drin, aber dort habe ich nichts angeschlossen. Die sind dort tatsächlich leer. Also ich könnte jetzt das Ganze scharf schalten und das Skript mal starten, das mache ich jetzt aber nicht. Ich möchte euch zuerst einmal die Überprüfungsfunktionen zeigen. Und zwar kann ich mit der Taste Test kann ich die einzelnen Module anschauen. Also wenn ich jetzt hier Test drücke,
Dann zeigt er mir das Modul mit der Adresse A05, das ist das untere. Zeigt er mir, was hat er effektiv angeschlossen. Sehen wir? 1 bis 6 habe ich angeschlossen. Ich gehe nochmal auf den Kanal 1, drücke nochmal Test. Und auch hier habe ich A04, das ist die Adresse 04 vom oberen Zündmodul. Und ich habe hier angeschlossen. Also ich kann da mit Test die einzelnen Zündmodule abfragen. Mit Sync kann ich die Empfangsqualität abfragen. Wenn ich jetzt hier Sync drücke, und zwar habe ich beim Sender eine Antenne angehängt und beim Kanal 01 habe ich auch eine Antenne angehängt. Ich muss dort also, weil das so eine kurze Distanz ist, eine sehr tiefe Zahl haben, weil mir wird ja die Empfangsstärke nicht als Stärke angezeigt, sondern eigentlich als Dämpfung. Das heisst, ein tieferer Wert ist besser als ein höherer Wert. Quasi wie viel Verlust habe ich auf dieser Funkstrecke. Wenn ich so Sync drücke, habe ich da minus 21, minus 20, immer auch wieder von der Adressnummer vom Modul 14, 9, also sehr tiefe Dämpfung auf die Kurzdistanz. Wenn ich jetzt aufs Kanal 2 wechsle und wieder Sync drücke, dort habe ich keine Antennen angeschlossen, sollte der Wert ein bisschen höher sein, und das ist er auch. Das würde immer noch förrig gelangen. Wir können ja dort eigentlich sicher etwa bis 70, 75 hochgehen, ich habe aber auch schon bei 80 problemlos schiessen. So kann ich das Modul einzeln abfragen mit der Empfangsqualität, mit dem, dass ich auf Sync drücke, oder ich drücke Test und dann kann ich schauen, was hat effektiv das Zündmodul eingesteckt, an welcher Position habe ich Durchgang. Das ist jetzt so einfach, weil ich da beides auf dem Kanal, wenn ich jetzt das Modul vom Kanal 2 habe und das obere Kanal 1 eingeschaltet habe. Jetzt machen wir mal ein Spiel, wir tun beide Zündmodule auf den gleichen Kanal. Wir setzen beide auf den Kanal 1. Und jetzt haben wir wieder eine andere Anzeige. Und zwar seht ihr, dass auf dem Kanal 1 habe ich jetzt 1, 2 und 3, die permanent leuchten. Das bedeutet, ich habe auf allen Modulen auf dem Kanal 1 habe ich auf 1, 2, 3 etwas eingesteckt. Kanal 4, Position 4, 5, 6 auf dem Kanal 1 blinkt mir. Das bedeutet, ich habe zum Teil Durchgang. Das ist ja richtig, beim oberen Zündmodul, da habe ich ja 1 bis 3 etwas eingesteckt und 4 bis 6 freilassen. Beim unteren ist aber 4 bis 6 belegt. Und jetzt, wenn ich möchte wissen, was ich wähle, kann ich jetzt wieder hergehen und mit der Test-Taste die einzelnen Zündmodule abfragen und er zeigt mir dann immer die Kanalnummern an, wie aber auch die Adressnummern von dem Modul. Und das ist das Spezielle. Wir können ja mehrere Module auf den gleichen Kanal tun, aber jedes Modul hat eine eigene Adresse. Zum Thema Adresse und Modul habe ich extra ein separates Video gemacht. Schaut euch das genau an, wenn euch das ein bisschen komisch vorkommt. Item, auf alle heisst die zwei Module auf dem Kanal 1. Jetzt drücke ich hier Test. Und jetzt sehe ich auf der Adresse A04 habe ich die angeschlossen. Und wenn ich nochmal drücke, auf dem A05 habe ich 1 bis 6. So kann ich jedes Modul einzeln abfragen. Auch wenn sie auf dem gleichen Kanal sind. Das gleiche funktioniert mit der Empfangsqualität. Ich drücke Sync. Und jedes Mal, wenn ich drücke, nimmt er ein anderes Modul. Adresse 4, Adresse 5, Adresse 4. Und zwar zeigt er mir immer zuerst den Dämpfwert an und nachher die Adresse. Ich drücke, minus 21 habe ich auf dem A04. Minus 16, auch A04. Und wenn ich während der Adressanzeige nochmal Sync drücke, dann springt er zum nächsten Modul. Also da habe ich minus 14, minus 48, dann werden auf der Adresse A05. So kann ich die Durchgangsprüfung der einzelnen Module wie auch die Empfangsqualität der einzelnen Module einzeln abfragen, selbst wenn sie auf dem gleichen Kanal eingestellt sind. Ich schalte jetzt nochmal ab. Schalte nochmal ein. Firmware,
Batteriestatus, Test, ein Skript, Kanal 01 hat er eingestellt. Und jetzt zeigt er mir dann die Ziffer 2 an. 2 bedeutet, ich habe 2 Module im Empfangsbereich gefunden. Wenn ich auf Scharf gehe, zeigt er mir wieder die Anzahl Module an, die er noch können, arm, also scharf schalten. Warte einen Moment. So, 2 Module sind jetzt scharf. Ich sehe das auch hier an der roten Arm-LED. Gehen wir zurück auf Test. Er geht jetzt ein Skript durch, testet schnell alles. Und wir sind genau wieder gleich weit. Das wären also die Funktionen, wenn ich ein Skript habe. Ich möchte schauen, habe ich für jede Position in meinem Skript auch wirklich auf dem Modul etwas eingesteckt. Und auch die Möglichkeit mit Test und Sync Belegung, wie auch die Empfangsqualität der einzelnen Module abzurufen, selbst wenn sie auf dem gleichen Kanal liegen. In diesem Abschnitt möchte ich euch zeigen, wie man den Speicher löschen kann. Jetzt, wenn ihr ein Skript im Speicher drin habt und ihr möchtet das raus tun, dann könnt ihr das machen, indem ihr ein Textfile, wo das Wort End drin steht, auf einen USB-Stick speichert, da einsteckt, die Zündanlage einschaltet und dann wird das Skript gelöscht, wenn nur das Wort End drin ist. Es geht aber auch über eine Tastenkombination. Ich schalte mal rasch ein. Und zwar habe ich hier unten die Taste Test und Sync. Und wenn ich jetzt die drücke und drauf bleibe, während etwa 10-15 Sekunden, dann sollte es blinken und das Skript löschen. Voilà. Das war's. Jetzt habe ich auch keine Anzeige mehr. Das Skript ist weg. Der Speicher ist leer. In diesem Video geht es um den Adressspeicher des Moduls. Und zwar ist es so, wenn ihr die anderen Videos anschaut, wegen dem Synchronisieren und wegen der Moduladresse, dann habt ihr gelernt, dass jedes Mal, wenn ich das Zündmodul mit der Fernbedienung synchronisiere, die Fernbedienung am Modul eine eigene Adresse zuweisen. Die fängt mit A00 an, die nächste ist dann A01, A02, A03. So hat jedes Modul seine eigene Adresse. Jetzt bin ich irgendwann dann mal bei A20, A30 und ich möchte eigentlich wieder bei 0 anfangen. Dann kann ich das. Und zwar schalte ich die Fernbedienung ein. So. Und dann drücke ich hier auf die Sync-Taste. Bleibe lang drauf, bis P erscheint im Display. Dann lade ich los und jetzt bleibe ich nochmal auf Sync drauf. Und wenn ich das jetzt etwa 30 Sekunden mache, dann blinkt es kurz und dann ist der Speicher von allen Modulen gelöscht. Das heisst, die Fernbedienung hat kein einziges Modul mehr synchronisiert. Das war es. Wenn ich jetzt abschalte, einschalte, Zündmodul einschalte, dann reden die nicht mehr miteinander. Ihr seht, er sollte ja jetzt anzeigen, dass er 2 Module im Empfang hat. Zeigt er aber nicht, der Speicher ist geleert. Die kommunizieren nicht mehr miteinander. Und jetzt, das lernt ihr auch im Synchronisierungsvideo, kann ich ja ein Zündmodul in den P-Modus setzen, Fernbedienung in den P-Modus setzen. Und jetzt mit Sync und draufbleiben kurz, bis es blinkt, das Modul auf die Fernbedienung anlernen. Und dann müsst ihr achten, ganz kurz am Anfang wird die Adresse angezeigt, wo sie bekommen hat. In dem Fall müsste jetzt hier A00 stehen. Probieren wir es mal. So, A00 und die startet jetzt neu. Wenn ich jetzt die synchronisieren würde, käme die A01 über. Jetzt, ich persönlich habe am liebsten, wenn das erste Zündmodul, das ich einmal habe, ich habe mein Zündmodul durchnummeriert und mein erstes Modul hat Nummer 1. Dann gebe ich auch gerne die Adresse A01. Jetzt hat es aber A00 bekommen. Was mache ich? Ganz einfach, ich setze es wieder im P-Modus, drücke nochmal Sync
Und jetzt gibt er die Adresse A01. Das gleiche machen wir hier. P-Modus und da kommt jetzt die Adresse A02 über. So, voilà. Ab- und einschalten. Und jetzt müsstet ihr alle miteinander reden. Zwei Module im Empfang. Also, wenn ich Sync drücke und lang drauf bleibe, kommt P. Wenn ich dann nochmal drauf drücke und lang drauf bleibe, bis die LED blinkt, dann sind alle Module aus dem Speicher gelöscht. Und ich kann dann mit dem P, mit dem Synchronisieren, wieder bei A00 anfangen, Moduladressen zu vergeben. Bis jetzt haben wir uns hauptsächlich um die Fernbedienung gekümmert. Schauen wir uns jetzt aber mal noch das Zündmodul an. Das Zündmodul hat auf Position 1, 10 und 18 einen Elektrozünder angeschlossen. Und wenn ich jetzt das Zündmodul hochfahre, kann ich prüfen, ob ich auch Durchgang habe. Es kann ja sein, dass ich zum Beispiel einen Draht nicht ganz schön eingesteckt habe und kein Kontakt da ist. Und dann möchte ich das rasch überprüfen. Ich drücke hier einfach rasch Test und dann zeigt er mir gerade auf den LEDs an, wo dass ich Durchgang habe. Also das 1, das 10 und das 18 möchte jetzt dann noch kurz grün leuchten, was er macht. Ich muss also die Fernbedienung gar nicht einschalten, ich kann direkt am Zündmodul prüfen, ob ich Durchgang habe. Eine weitere Funktion ist Batteriespannung. Und zwar hat das Zündmodul die Möglichkeit, dass man verschiedene Batterien einlegt. Ich habe hier jetzt den Akku drin, der hat 14,8 Volt. Ich kann den Akku aber auch rausnehmen und 3x9 Volt Trockenbatterien einlegen. Und an diesem Gehäuse jetzt speziell vielleicht noch, ich habe vorne einen Anschluss, wo ich extern nochmal 12 oder bis 24 Volt anhängen kann. Jetzt, wenn ich jetzt den Akku rausnehmen und 3 9 Volt Batterien reinlegen würde, dann müsste ich die Zündanlage das sagen, dass jetzt 9 Volt Batterien drin sind und nicht mehr 14,8. Das kann ich machen, indem ich Test drücke und mit CH plus, CH minus kann ich die Voltzahl verstellen. Also in dem Moment muss ich ja eine kleinere Voltzahl machen. Ich muss jetzt von 14,8 auf 9 Volt runter. Das heisst, ich drücke Test und CH minus und gehe auf 9 runter. Wenn ich die 9 Volt eingeleitet habe, geschossen habe, den Akku am nächsten Tag wieder laden und ich möchte wieder mit Akku schiessen, gehe ich mit Test und Kanal plus wieder auf 14,8 Volt. Und noch eine letzte Funktion ist der Zündimpuls. Die Zündanlage hat zwei verschiedene Zündimpulslängen, und zwar 0,1 Sekunde oder 2 Sekunden. 0,1 Sekunde ist für die normalen Elektrozünder. Die brauchen nur ganz einen kurzen Stromimpuls zum Auslösen. Da langen 0,1 Sekunde förrig. Jetzt, wenn ich hier so einen normalen E-Zünder dran habe, dann ist das prima mit 0,1 Sekunden. Wenn ich die jetzt aber rausnehme und Talonclips anhänge, und wer jetzt nicht weiss, was Talonclips sind, dann schaut bitte das separate Video, wo es um Talonclips geht. Wenn Talonclips möchte anhängen, dann muss die Zünddauer auf einen längeren Wert setzen, also auf 2 Sekunden. Und das machen wir, indem wir Sync Kanal Plus drücken, dann steht da 2,0. Das heißt, 2 Sekunden lang habe ich jetzt einen Strom auf einer Zündposition, wenn ich die auslöse. Kanal Sync, Kanal Minus, dann steht 0,1 und dann habe ich 0,1 Sekunden lang einen Zündimpuls. So, das wären die wichtigsten Funktionen zu der Cobra-Zündanlage direkt am Zündmodul und an der Fernbedienung. Ich hoffe, das Video ist für euch nützlich, gerade wenn ihr schon eine Anlage habt, dass ihr den wieder mal durchschauen könnt, gerade bevor ich vor dem 1. August schon länger die Zündanlage nicht mehr im Einsatz hatte, dass ihr noch mal schauen könnt, wie das genau funktioniert. Wie gesagt, ich habe einen Haufen weitere Videos gemacht, wo ich alle Funktionen im Detail erkläre. Auch einen Reichweitentest habe ich gemacht, der interessant ist. Ich empfehle euch, die anzuschauen. Ich hoffe, es ist interessant und einen schönen Tag. Merci.